Wir haben eine Großmeisterin heute dabei und wir gehen nach Braunschweig ins wunderschöne Niedersachsen. Und ich begrüße ganz herzlich die dreimalige deutsche Jugendmeisterin und natürlich erfahrene Olympioniken und überhaupt eine große Frauenrepräsentantin. Ihr werdet es gleich alles hören, was sie schon alles auf die Beine gestellt hat. Und herzlich willkommen, Melanie Lubbe. Hallo. Wunderbar. Also, ihr hört mich gut. Und die Melanie hoffentlich auch. Bitte kurz im Chat schreiben, kurzes Feedback, ob der Ton in Ordnung ist und ob ihr uns gut hören könnt. Und dann können wir hier auch richtig durchstarten. Gut, also liebe Melanie, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja auch schon beruflich richtig engagiert und richtig gut unterwegs. Und trotzdem eine extrem starke Schachspielerin, die schon, ich glaube, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, stimmt das? Immer bei der Olympiade dabei war? Ich weiß es nicht. Du warst so oft schon bei der Olympiade dabei und wie gesagt, schon dreimal deutsche Jugendmeisterin. Und du kommst aus einer ganz großen Familie, das freut mich auch besonders. Und dass bei euch dann auch Schach gespielt wurde. Und da möchte ich jetzt sowieso mal fragen, weil wir fangen eigentlich immer erstmal an, wie du denn überhaupt zum Schach gekommen bist und wie du denn Schach gelernt hast. Auch wenn du dich da vielleicht nicht selber dran erinnern kannst, vielleicht wurde es dir berichtet, lass uns gerne daran teilhaben, weil du hast so viele Fans und die wollen natürlich wissen, wie wird man so stark wie die Melanie? Was muss ich da, welche Weichen muss ich wo in welche Richtung stellen? Melanie, erzähl mal, wann hast du angefangen mit Schachspielen? Oder wann kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal Figuren gesehen hast oder wurde das berichtet? Nee, daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, aber es war schon relativ früh mit 4 Jahren. Du hast ja schon meine große Familie angesprochen. Damals war die noch nicht so groß, weil ich war die Älteste. Okay. Das heißt, ich habe dann auch als Erste einmal die Schachfiguren rücken dürfen. Okay. Habe es aber von meinen Eltern beigebracht bekommen. Also meine Eltern waren auch beide früher in der DDR damals noch aktive Schachspieler und ja, haben dann gedacht, naja, das macht doch Spaß, das geben wir doch mal der Melanie so weiter. Okay. Die Melanie hat das aber erstmal ganz anders gesehen, als sie noch klein war. Mir hat das anfangs noch gar nicht so viel Spaß gemacht, weil ich dann im Verein war, ne, und das kennen wir jetzt ja auch heute noch, dass die Vereine meistens sehr jungslastig aufgestellt sind. Und ja, ich dementsprechend dann auch in einer Trainingsgruppe war, ja, wo ich glaube ich das einzige Mädel war. Und in dem Alter ist es natürlich auch noch üblich, dass man dann die Mädels und die Jungs sich so ein bisschen necken und ärgern. Und das hat mir am Anfang noch nicht so gut gefallen. Aber dann, als ich irgendwann im Schach dann auch besser geworden bin, haben sich die Jungs dann nicht mehr ganz so viel rausgenommen. Und dann kam auch der Spaß dazu. Und dann bin ich halt auch sehr glücklich, dass ich ja diese Anfangsphase mich da trotzdem dann durchgebissen habe und dabei geblieben bin, weil ja, jetzt kann ich es mir gar nicht mehr ohne Schach vorstellen, okay, quasi. Sehr schön. Ganz kurz, so, also ja, deine erste Station, du kommst gebürtig aus Leipzig, also das war dann auch in Leipzig oder wie muss ich mir das vorstellen? Okay. Genau. Genau, das war der Verein, hieß damals, glaube ich, noch Mogono, also Motor Gohlis Nord. Ja, auch ein recht großer Verein, da hatte ich auch ganz großes Glück, dass ich dann da direkt auch Trainer hatte, die sich meiner angenommen hatten und ja, dann da quasi so durch meine ersten Jahre begleitet wurde. Okay, wie alt warst du da, dass du da, als du in deinen Verein gekommen bist? Du hast gerade gesagt, mit 4 hast du angefangen. Und du hast noch, glaube ich, 4 Geschwister, also mit denen zu Hause dann nachher ein bisschen gespielt, aber die sind ja noch kleiner. Und wie ging das dann weiter? Wann warst du dann das erste Mal im Verein? Mit 7. Ich muss mal kurz das Feedback geben. Ich habe irgendwie eine leichte Verbindungsschwierigkeit hier. Ich höre dich teilweise gar nicht und dann ganz schnell. Also okay. An die Zuschauer, falls das manchmal ein bisschen so wirkt, als ob ich nicht antworten will. Das liegt nur daran, dass es ein bisschen länger dauert, bis es bei mir ankommt. Und ja, aber wir kriegen das bestimmt hin. Und ansonsten gebt gerne ein Feedback, wenn es irgendwie... Genau. Ganz schwierig ist, vielleicht auch mich zu verstehen. Wunderbar. Genau, also ja, ich bin dann mit 7 war das, glaube ich, in den Verein gekommen
Und genau, da hatte ich dann die Erfahrung mit der Jungs-Trainingsgruppe gemacht, aber dann eben auch das Glück, dass ich da dann auch mit Paul Gaffron und mit Burkhard Starke auch tolle Trainer an der Seite hatte, die mich da dann ja auch an die Hand genommen haben und mich dann auch mit zu Turnieren genommen haben und ich da auch relativ früh, glaube ich, schon dann auch erste Erfolge einfahren konnte und das motiviert dann natürlich immer noch mal zusätzlich ein bisschen, wenn man da schon mal so einen Pokal in der Hand hält oder irgendwie auch mal ein paar Partien gewinnen kann. Okay, also da ja. Hast du dann, eigentlich ist das ein glücklicher Zufall, dass du dann direkt in den Verein gekommen bist, wo so super bekannte Trainer sind mit dem Paul Gaffron und Burkhard Starke. Das sind ja wirklich diejenigen auch in der DDR, die da richtig für Furore gesorgt haben und bis heute noch extrem bekannt sind, also da für den Leipziger Raum. Und dann hast du gerade gesagt, dann die Jungs, die haben sich dann auch nicht mehr so lange geärgert, weil du dann auch dann dich mal durchgesetzt hast und die eigentlich dann mehr geärgert hast. Und dann hast du das sozusagen über Leistung, hast du den Jungs dann direkt mal die Limiten gelesen. Und, ja, genau. Und wie ging das dann weiter? Ihr seid dann halt zu Turnieren gefahren, und aber ich habe gesehen, Deutsche Meisterschaften war eigentlich erst dann bei der U14 der durchschlagende Erfolg, wo du Deutsche Meisterin geworden bist. Oder wie war das vorher? War das vorher knapp oder... War das einfach noch nicht deins, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich glaube, meine erste deutsche Meisterschaft habe ich 99, glaube ich, gespielt. Und ja, da war so eher das Motto, dabei sein ist alles. Ne? Ich glaube, da bin ich irgendwie 71. geworden oder so. Also jetzt weit entfernt von einem Treppchenplatz, definitiv. Okay. Aber ich glaube, im Jahr danach bin ich, glaube ich, schon Vierte geworden. Das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Also da war es dann schon ein bisschen knapper. Ja. Und genau, dann den Meistertitel hat es dann aber erst später für gereicht. Und das war natürlich auch ein ganz, ganz tolles Ereignis, weil das dann auch mit Teilnahmen an den Weltmeisterschaften verbunden war. Und ja, generell so ein Titel, da freut man sich natürlich drüber. Vor allen Dingen, wenn es die Jahre davor immer so knapp an einer Medaille gescheitert ist. Aber da muss ja was passiert sein, weil dann mit der U14 hast du ja auch danach die U16 gewonnen und die U18. Du hast gerade schon angesprochen, Weltmeisterschaften hast du dann auch gespielt. Das heißt, dann warst du ja sehr dominant. Das heißt, mich würde jetzt interessieren, kannst du dich erinnern, war da eben ein einschneidendes Erlebnis vorher? Vorher hast du so ein bisschen Deutsche Meisterschaft gespielt, hast du auch gesagt, Vierter war schon mal ein großer Erfolg. Aber kannst du dich erinnern, was da das entscheidende i-Tüpfelchen war, dass dir diesen Schritt weitergegeben hast, dass du dann auf einmal so bärenstark warst, als du dann, wann war das dann, die U14, du bist Jahrgang... 90, ne? Ich glaube, das muss 2014 gewesen sein, aber... Ja, 2004. Ja. 2004 war das, genau. 2004? Ja, genau. 2004 warst du Deutsche Meisterin. Hast du eine Idee? Habt ihr da irgendwie das Training umgestellt oder ist da irgendwas noch dazugekommen? Hast du da noch andere Trainer dazugekriegt oder hast du da einfach, warst du dann auf einmal in dem Alter bereit, noch mehr deiner Freizeit für Schachspielen zu opfern, oder? Das kann ich, glaube ich, gar nicht so an einem Ereignis oder irgendwas festmachen. Ich glaube, was bei mir so ein bisschen ausschlaggebend war, dass ich eigentlich immer mit Spaß bei der Sache war. Ne? Also mir hat es wirklich, also außer die Anfänge, aber danach hat es mir dann wirklich kontinuierlich auch Spaß gemacht. Und ich habe das geliebt, vor allen Dingen Turniere zu spielen. Das Training war immer so ein, gut, das war dann halt so, ne? Das hat man halt gemacht. Aber vor allen Dingen die Turniere, das fand ich schon immer toll, da dann auch die Leute wieder zu sehen und dieses Wettkampffeeling zu haben und sich am Schachbrett zu messen. Also da war ich schon wirklich immer mit Herz und Seele und Leidenschaft dabei. Und ich glaube, das ist halt auch das Wichtigste am Schach, ne? Dass man da auch wirklich Lust drauf hat. Ich sage auch immer, es geht alles über Leidenschaft und Begeisterung. Dann ist alles möglich, aber erinnerst du dich noch, du hast gerade gesagt, Turniere waren dir sehr wichtig, außer diesen deutschen Jugendmeisterschaften und so, hast du denn damals auch dann schon Open gespielt und bist mit den Erwachsenen mitgefahren oder wie war das damals in Leipzig und in der Umgebung? Hast du da viel im Osten gespielt oder war dann auch schon im Westen Turniere? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, also Turniere auf jeden Fall. Auch Open-Turniere und auch ja, Männermannschaft sagt man ja gar nicht so politisch korrekt, aber halt so diese Ligaspiele, wo man sich dann auch mit den Männern gemessen hat, das auf jeden Fall. Und ich glaube, da bin ich auch ganz gut rumgekommen. Ich habe jetzt nicht mehr so die einzelnen Turniere im Kopf, muss ich sagen, aber ich glaube, da habe ich schon frühzeitig auch viel mitgenommen, was halt so möglich war, ne? Und wo
auch denn der Verein hingefahren ist. Und, okay. Ja. Und wart ihr da eine Trainingsgruppe oder wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr da immer mit mehreren gefahren? Du hast gerade schon gesagt, da hattet ihr Paul Gaffron und Burkhard Stark als Trainer, aber waren dann auch ein paar Jungs, die ungefähr so stark waren wie du, mit denen du dann zusammen dich so auch ein bisschen pushen konntest und nach oben gehen konntest? Oder? Definitiv. Also das ist ja auch der große Vorteil an so einem großen Verein. Ne? Da hat man dann halt auch immer jemand in der jeweiligen Leistungsklasse, sag ich mal, mit dem man sich da messen kann. Und ja, jemand, der auf jeden Fall da meine schachliche Entwicklung auch begleitet hat, ist auf jeden Fall die Judith, die ja auch so mein Jahrgang ist und ja auch ganz früh quasi so auf auch nationaler Ebene dann ja, Erfolge gefeiert hat und wir sind beides Leipziger gewesen, nicht gleich von Anfang an im gleichen Verein, aber trotzdem kennt man sich dann natürlich und fährt gemeinsam zu Turnieren und es hat sich auch eine Freundschaft entwickelt und das war immer so eine, ja, Konkurrenz war natürlich auch da, ganz klar, aber trotzdem auch so eine ganz schöne Schachbeziehung, sage ich jetzt mal. Die einen da auch über die Jahre begleitet hat. Also Judith, das ist Judith Fuchs, ne? Die ist heute Zahnärztin, spielt jetzt nicht mehr ganz so viel Schach, aber natürlich auch damals super im Saft und richtig Gas gegeben. Aber ist natürlich immer noch eine bärenstarke Spielerin und hat natürlich auch schon Nationalmannschaft gespielt. Erzähl mir noch, damals, kannst du dich noch erinnern, welches war dann deine erste Weltmeisterschaft? Das war dann als U14 Deutsche Meisterin wahrscheinlich, 2004. Nee, ich glaube, das war sogar schon 2000 oder 2001, auf jeden Fall schon vorher. Da, als ich Vierte geworden bin, hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, irgendjemand hat irgendwas bei mir gesehen und hat gedacht, okay, die Melanie, die schicken wir auch mal als Vierte zur Weltmeisterschaft. Wow. Genau, also da hatte ich wirklich auch ja, viel Glück, muss ich sagen, dass ich da auch direkt so gefördert wurde und dann direkt die Chance hatte auch, ich glaube in Spanien war das oder so. Europäer wahrscheinlich. Dann die erste. Ja, Europäer wahrscheinlich, ja, 2000. Ja. Genau, genau. Okay, und an die anderen Weltmeisterschaften kannst du dich da auch noch erinnern? Wo bist du da rumgekommen? In welchen Ländern warst du da? Ganz viel Griechenland, weiß ich noch. Also irgendwie gefühlt war jede Weltmeisterschaft in Griechenland. Also eine war auch mal in Frankreich, weiß ich noch. Georgien war auch mal. Irgendwie gefühlt die meisten waren in Griechenland. Okay. Und da ist mir auch eine besonders im Gedächtnis geblieben. Das muss dann, glaube ich, auch 2004 gewesen sein. Nagelt mich nicht drauf fest, aber so ungefähr der Dreh, wo ich Fünfte, glaube ich, geworden bin. Stark, ja. Bei der WM. Ja, genau, und da habe ich dann auch so meine erste, was war denn das damals, wahrscheinlich noch WIM-Norm oder so, irgendein Erfolg war das auf jeden Fall für mich. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Okay. Also genau, Griechenland hast du viel gespielt, nachher hast du auch für die Liga sehr viel gespielt, da mit Nico habe ich gesehen, für die Mannschaftskämpfe habt ihr dann nachher auch ein griechisches Ding gehabt, also deswegen ist da auch eine schöne Verbundenheit immer noch nach Griechenland, weil ich erinnere mich damals, die Weltmeisterschaften waren auch viel da am Dreifingerhut, ne? Kalitea und so, Heidi Kiki, da war glaube ich auch immer sehr viel, Porto Canas, genau. Ist dann eine schöne Gegend, wo man auf jeden Fall Schach und Urlaub sehr gut miteinander kombinieren kann. Ganz kurz dazu, die Griechen öffnen jetzt auch so langsam, also auch in Griechenland könnt ihr bald wieder schön Schach spielen. Könnt ihr auch wieder bald schön Schach spielen. Haben wir heute meine Kontakte verraten. So, auf jeden Fall, dann ging es weiter. Nationalmannschaft, 2008 in Dresden. Das heißt also, da gehörtest du wahrscheinlich auch zu dem Jugendteam. Du warst schon bei den Erwachsenen. Da habe ich in der ersten Mannschaft gespielt. Das heißt, du warst schon richtig bei den Erfahrenen dabei. Aber da als Küken natürlich, als Jüngste. Ja. Und da durfte ich auch mitarbeiten damit, 2008 als Journalist bei der Olympiade. War natürlich fantastisch in Dresden. Wie sind da deine eigenen Erlebnisse an die erste Olympiade und dann auch noch im eigenen Land? Also, ja, mega. Also Olympiade ist natürlich ein richtig tolles Ereignis. Ne? Also so viele Mannschaften, die da aufeinandertreffen, so viele Länder, so viele Kulturen. Ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube, da hat es auch mal einen Tag geschneit oder irgendwas und die Afrikaner waren völlig am Ausrasten. Und also das ist wirklich echt immer ein Highlight, solche Turniere mitzuspielen.
Und natürlich auch schachlich, ne? Nationalmannschaftseinsatz ist natürlich auch total aufregend, gerade als junge Spielerin und dann im eigenen Land, da ist ja dann nochmal ein bisschen mehr auch Medienaufmerksamkeit und ja, auch so von den Fans, sag ich mal, oder denen, die einen da so unterstützen. Also ja, das war schon ein richtig tolles Erlebnis. Generell alle Olympiaden, muss ich sagen, waren immer ein Highlight und ja, Dresden natürlich dann auch schon mal schön im eigenen genau, Land. Genau, 2010 war Shanti Mansitsch, ne? Das war ja in Russland, ganz weit weg. Mhm. 2012 warst du in Istanbul mit dabei, da war ich als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft bei den Damen dabei, genau, kann ich mich auch noch daran erinnern an eure Truppe, das war auch sehr, sehr schön. Und dann 2014 warst du auch in Tromsø, warst du auch noch dabei, ne? In Norwegen. Und 2016. Ja, und da gab es leckeren Fisch. Da gab es sehr, sehr guten Fisch, fantastisch. Und 2016 Baku hast du auch noch mitgemacht, ne? Also von daher. Stimmt. Also ja. Da warst du wirklich super aktiv und höre ich ja gerade auch so raus, dass da lebst du auch so richtig auf. Also das sind schon ziemliche Highlights. Kannst du sonst uns vielleicht noch verraten, ob du sonst noch irgendwelche Lieblingsturniere hast? Außer der Olympiade, gibt es noch andere Turniere, die dir besonders viel Freude machen? Also griechische Liga hast du ja selber schon angesprochen, ja. Ne? Das ist halt ein tolles Event, um so Schach und Urlaub zu verbinden. Ne? Man liegt dann halt so morgens am Strand und nachmittags spielt man dann mal ein bisschen Schach. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Highlight, vor allen Dingen, weil da auch immer ganz gute Leute auch dabei waren. Also Judith Polgar hat sogar einmal gespielt und ja, da sieht man schon auch den ein oder anderen Schachstar quasi. Ganz kurz auch als Hintergrundwissen für die Zuschauer, die das bestimmt nicht wissen, in der griechischen Liga, da sind die Damen auch richtig was wert, ne? Da werden die Frauen auch richtig gefördert, da gibt es richtig viele Frauenbretter. Und können sich die anderen Ligen mal eine Scheibe von abschneiden. Ne? Deswegen warst du da auch sehr hoch im Kurs und warst dann natürlich sehr begehrt, da für das Team zu spielen. Das nur mal kurz als Hintergrund. Also gut, griechische Liga, aber das ist ja kein Turnier, das jetzt jedermann hier mitspielen kann von den Zuschauern. Übrigens, alle Zuschauer sind nochmal herzlich willkommen, auch im Chat auch mal eine Frage zu stellen. Die Melanie ist ganz offen und beantwortet gerne alle Fragen auch. Also, Melanie, hast du noch eine andere Idee vielleicht für die Normalsterblichen unter uns, dass die auch mal noch ein schönes Turnier haben? Wo hast du sonst noch gespielt, was für dich eine schöne Erinnerung hat? Also ich finde ja auch, dass Deutschland sehr viele gute Turniere zu bieten hat. Lüneburg fällt mir da erstmal ein. Da weiß ich jetzt nicht, wann das wieder stattfindet. Dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht. Aber das habe ich immer sehr, sehr gerne mitgespielt, weil das auch eine sehr familiäre Atmosphäre ist, muss ich sagen, obwohl es viele, genau, also es waren viele Turniere und auch viele Spieler vor Ort, aber trotzdem hat man sich gefühlt, als ob jeder Einzelne quasi wahrgenommen wird und begrüßt wird und man da auch ein ganz herzliches Miteinander hat, das finde ich immer ganz toll. Ja, das darf ich mal ganz kurz sagen, ich war noch nie da in Lüneburg, aber schöne Grüße an Martin Becker und Johnny Karstedt, also was ich auch gehört habe, die müssen das ganz familiär und großartig da aufziehen, deswegen hast du da auch sehr, sehr oft gespielt mit dem Nico, ne? Genau. Ganz kurz dazu. Genau, genau. Und der Kontrast dazu ist natürlich so ein bisschen Grenke in Karlsruhe. Das ist natürlich riesig, aber eben auch eine ganz tolle Chance für, ja, ich sage jetzt mal Vereinsspieler, da auch die großen Stars einmal zu sehen, denen mal über die Schulter zu schauen, weil da war ja auch in der Vergangenheit häufiger kombiniert dann mit den, heißt das dann Grenke Chess Classics? Ja. Weiß nicht, aber auf jeden Fall dieses genau geschlossene Turnier, wo Magnus Carlsen und Co. dabei waren und man die wirklich quasi hautnah erlebt hat. Das ist ja schon auch immer eine Besonderheit und auch das Turnier an sich, ne, mit so vielen Teilnehmern und ja, für jeden eigentlich was dabei. Natürlich auch eine tolle Sache. Also im vorletzten Jahr, muss man sich vorstellen, über Ostern ist das immer in Karlsruhe. Früher hieß es Deizisau Open, da war es noch in Deizisau. Jetzt ist es in Karlsruhe seit ein paar Jahren. Und da waren 2000 Spieler, riesig. Und noch ein geschlossenes Turnier, wie Melanie gerade angesprochen hat. 10 Spieler, Karlsen, Caruana und die Besten der Welt duellieren sich da mit den letzten Mal auch Vincent Kaimer dabei. Also von daher, da ist auch immer, und eine Riesenchance, wenn ihr das Open gewinnt, wie in Walkernsee, qualifiziert ihr euch für die nächsthöhere Gruppe. Das heißt also, wenn ihr das Open gewinnt, dürft ihr einmal Classic spielen. Finde ich auch sehr demokratisch und sehr fair. Also,
Ja, ist ja auch dem Matthias gelungen, ne? Das war ja auch. Und ja, dem. Ja, wir haben also eine super Quote als Deutsche. Der Matthias Blübaum hat es geschafft, der Daniel Friedmann und der Vincent Keimer. Drei hintereinander. Also gar kein Ausländer. Von daher haben die es optimal getroffen. Von daher kann ich das natürlich allen Deutschen auch nur empfehlen. Das ist ja quasi der deutsche Sieg, ist ja da schon gesetzt. Also deswegen ganz große, stürmt alle nach Karlsruhe. Okay, also hast du gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen der Kontrast. Also finde ich schon mal super, dass du zwei Turniere hier in Deutschland anführst, Lüneburg und Karlsruhe, die Grenke Open. Und noch eine Idee oder reicht eigentlich auch? Ja? Dänemark habe ich auch schon das ein oder andere Turnier gespielt. Das fand ich auch immer super. Auch so von der Gastfreundschaft und allem drum und dran. Also da, ich glaube, es gibt echt so viele tolle Turniere. Ich bin auch immer offen für Vorschläge. Ja. Okay. Also, gerne, wenn ihr da was habt. Ne? Genau, das kann ich auch nochmal allen sagen, den Turnierorganisatoren. Schaut euch mal die Melanie an. Die hat nämlich auch einen Blog und eine tolle Homepage. Und ab und zu berichtet die auch ganz schön über die Turniere. Zum Beispiel auch über Tegernsee, das muss ich jetzt hier natürlich auch mal noch erwähnen, weil das nicht nur einen ganz tollen Turnierorganisator hat, sondern auch eine richtig coole Location. Also, ne, da so am See, jetzt musst du mir mal weiterhelfen, ja, wie der See heißt. Ja, das ist der Tegernsee, ne? Genau. Gmund am Tegernsee ist dann auf dem alten Brunnen. Und genau, das ist so ein ganz altes Gebäude, ist ein altes Gut und das ist natürlich wirklich auch ein tolles Ambiente, wie du schon sagst. Und meistens haben wir auch Glück mit dem Wetter, obwohl es Ende Oktober ist. Und man kann auch draußen in der frischen Luft die Berge besteigen oder um den See rumlaufen. Und du warst ja auch sportlich sehr aktiv, habe ich ja gesehen. Ja, schön. Genau, wollte ich auch gerade sagen, auch so für Lauffreunde sehr geeignet auf jeden Fall, aber auch wandern kann man da auch super, ne? Also ist für uns natürlich aus Braunschweig schon eine kleine Ecke, muss ich sagen, ja. Bis da runter zu fahren, aber es lohnt sich auf jeden Fall und auch da hat man ja die super Gegnerschaft dabei, also auch das immer hochkarätig besetzt und ja auch eine Wohlfühlatmosphäre. Also eigentlich wirklich viele Turniere, die da echt Spaß machen, da auch dran teilzunehmen. Wunderbar. Hast du sonst noch eine Anekdote zu erzählen, die dir aus irgendeinem tollen Turnier passiert ist, wo vielleicht ein Gegner besonders aufmerksam war, höflich war, aus irgendeinem Land? Oder ist dir irgendwas Erzählenswertes dort irgendwo mal passiert, woran du dich so spontan jetzt erinnerst? Ist das jetzt eine spontane Frage? Jetzt überlege ich gerade, ob du vielleicht irgendwas mal bei mir gelesen hast oder was bestimmtes anspielst. Gar nicht. Ist mir gerade nur so eingefallen. Manchmal hat man das ja und ist dann total perplex in der Situation. Aber. Ja, also was ich auf jeden Fall berichten kann, sind so ein paar Anekdoten mit den Topspielern. Ne? Also ich habe mit Magnus habe ich mal hier so Ping-Pong gespielt, ja. Also auf so einer Mini Tischplatte, so improvisiert Tischtennis quasi und dann auch ein paar Sätze gewechselt, sogar auf Deutsch. Also er kann da durchaus ein bisschen, ich weiß nicht, wie gut er sich das vorher zurechtgelegt hatte oder ob er das wirklich einfach so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Aber ich glaube, er hatte halt so mit seinem Privatlehrer auch Deutsch integriert in den Unterricht. Ja. War das in Tromsø dann 2014 bei der Olympiade oder wo hast du Magnus? Könnte sein, aber das weiß ich nicht genau. Magnus hat ja nicht immer mitgespielt, aber ein paar Mal schon. Und dann läuft man sich, wenn man Glück hat, hat man ja das gleiche Hotel. Und dann läuft man sich halt auch mal so in der Lobby über den Weg oder eben dann bei den legendären Bermuda-Partys. Da hat man auch die eine oder andere Gelegenheit, mal jemanden so abseits des Schachbretts kennenzulernen. Genau, und Vishy Anand bin ich auch mal über den Weg gelaufen, und zwar in Hamburg tatsächlich, als er auch für Chess24 einen Kurs aufgenommen hat. Und ich war da auch gerade im Studio und bin ihm da dann so begegnet. Und ich war natürlich so voll beeindruckt und habe ihn dann so erstmal auf Englisch, ne, Hallo gesagt und so. Und er hat auch auf Deutsch geantwortet. Und ich war noch so geflasht und so aus dem Häuschen, dass ich das gar nicht gecheckt habe. Und ich habe einfach weiter auf Englisch geredet. Der wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben. Aber ist halt auch ein super sympathischer Typ, ne? Also auch, da kann ich gleich noch ein Turnier empfehlen, Gibraltar nämlich auch. Da hat man ja auch die Chance, so
Super klasse Spielern über den Weg zu laufen. Und auch da hatte Nico gegen ihn gespielt und er hat sich dann Zeit genommen und analysiert und ja, super freundlich auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen. Also Wischi ist echt ein sehr, sehr höflicher Mensch und spricht fantastisches, perfektes Deutsch und also ein ganz, ganz netter Kerl. Also absolut. Ne? Ja. Das, definitiv. Dann wollen wir dich mal ein bisschen, du hast gerade schon angesprochen, für Chess24 hast du schon einiges gemacht, an Videos aufgenommen. Du bist sowieso extrem aktiv, du bist eine richtige Botschafterin des Schachs. Du machst auch Schach gegen Rassismus, Fair-Pay-Kampagne. Du machst hier ganz viel für eure eigene Seite, Chessamy, kannst du auch ein bisschen erzählen. Und erzähl mir noch, was du neben dem Turnierplan, der ja eigentlich schon sehr, sehr voll ist, und du hast ja selber gesagt, du brennst dafür immer und willst eigentlich auch selber spielen. Darf man übrigens kurz mal sagen, ich glaube, als wir die Deutsche Meisterschaft zusammengespielt haben, 2012 in Osterburg in Sachsen-Anhalt, in dieser tollen Sporthochschule, da warst du ja auch schon richtig unterwegs Richtung Internationaler Meister der Männer, ne? Da war schon 2387, wenn ich mich richtig erinnere, und ganz knapp dran. Und wenn ich mich richtig erinnere, da ist dir die große Liebe über mich gelaufen. Auf jeden Fall bist du... Ja, und seitdem ging es nur noch bergab. Ich glaube, da bist du mit Nico zusammengekommen, ne? Ich habe das irgendwie so in Erinnerung. Aber so tief bin ich da natürlich... Ja, so um den Dreh. Nee, es war schon ein bisschen vorher, aber ja. Das war so bei dem Turnier dann ein bisschen intensiver und dann ging das schachlich ein bisschen bergab. Okay, aber du berappelst dich ja wieder und das sagt man ja sowieso, ne? Ehe kostet ja auch nochmal 100 Elo-Punkte und Kinder dann auch nochmal. Aber gut, das kommt alles wieder zurück und dann geht's wieder aufwärts. Ja, hoffen wir es mal. Weil wie du schon gesagt hast, ne, damals 2,390 war, glaube ich, so meine Top-Zahl. Ja. Und ich habe alle drei IM-Normen, habe ich. Das heißt, ich hätte nur noch diese 10 Pünktchen gebraucht für den Titel. Aber gut, so ist es, ne? Und jetzt habe ich mich eher wieder davon entfernt, dümpel jetzt irgendwie 100 Pünktchen weiter unten rum. Aber naja, genau. Also wie du sagst, ne, die Motivation ist da und irgendwann kommt es vielleicht wieder zurück. Mal gucken. Also ich... bin da auf jeden Fall noch motiviert bei der Sache und hoffe natürlich, dass ich da wieder mal ein bisschen mich nach oben kämpfen kann. Aber du machst ja so viele andere Projekte, aber das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, das ist ja dann auch schwierig, ne? Also du machst für Chess24 was, für Chessamy was du, erzähl uns mal ein bisschen über diese ganzen Projekte, was du da alles auf die Beine noch stellst, weil dann hat man natürlich auch weniger Zeit zum Schaffen. Ja. Ja, genau, aber man kann ja auch nicht den ganzen Tag Schach spielen, wenn man dann drumherum noch ein bisschen sich mit Schach beschäftigen kann, ist das ja auch schön. Genau, und angefangen hat es eigentlich bei Chess24, dass ich da auch recht am Anfang, als die Seite auch noch gar nicht live war, gefragt wurde, ob ich da mal so ein paar Kurse aufnehmen möchte. Habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Und ja, habe da quasi so gestartet und dann ging das auch über die Jahre immer weiter, dass wir dann auch inzwischen jetzt zwei Live-Shows haben, die wir da wöchentlich veranstalten. Einmal unsere Lernstunde, wo wir so, jetzt sind wir beim Endspiel angekommen, davor haben wir auch schon Mittelspielthemen gemacht und so. Genau, also so eine Trainingsshow würde ich das mal nennen und dann eben auch Geschwätzblitz, das ist dann eher so für den Spaß und die Unterhaltung, das haben wir auch noch einmal die das Woche. Das ist schon sehr regelmäßig, ne? Genau, also zweimal die Woche feste Termine, genau, und da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja, ja. Wird auch das meiste auch auf Twitch übertragen. Also herzlich willkommen an die Zuschauer, wenn ihr mal die Melanie da fordern wollt. Könnt ihr das natürlich tun. Auf jeden Fall habt ihr auch mal eine faire Chance, gegen Melanie zu spielen und kriegt eure Partie noch erklärt und sonst auch einfach mal die Kurse angucken. Dann erzähl uns noch mal was zu Chessamy. Was macht ihr da? Ja, also das ist quasi so unser Projekt, was wir noch mit dem Ilya Zaragatzki zusammen auf die Beine gestellt haben vor 3,5 Jahren, meine ich inzwischen, haben wir damit angefangen, haben einfach mal gedacht, okay, uns fehlt so ein bisschen in der Schachszene Content, also deutschen Content gibt es natürlich, auch guten Content, aber wir haben das immer ein bisschen vermisst, dass man die Sachen dann entweder halt als DVD bestellt oder dass man halt ein Abo-Modell abschließen muss und wir haben uns halt was gewünscht, was man dann so als Produkt zum digitalen Download halt haben kann, eben auch für ambitionierte Schachspieler.
am besten auch noch mit PGNs dabei für die Eröffnungsdateien und haben gedacht, ach, wir testen das einfach mal. Uns fehlt das, wir würden uns das wünschen, deswegen schauen wir mal, ob wir da selber was auf die Beine stellen können und haben dann halt erstmal so zu dritt gestartet, haben dann so unsere Videos aufgenommen bei uns im Studio, wir haben auch bei uns hier in der Wohnung im Studio, genau, und sind damit dann halt an den Markt gegangen. Und ja, haben dann auch ganz gutes Feedback bekommen, sodass wir das dann halt so nebenbei, sage ich mal, weiter ausgebaut haben und dann immer mehr auch mit anderen Autoren zusammengearbeitet haben. Also Rainer Buhmann beispielsweise, also ganz viele, gut, Rainer ist jetzt gar kein deutscher Spieler mehr, aber also auch mit ganz vielen deutschen Spitzenspielern, die dann da so ihre Videokurse aufgenommen haben. Ganz tolles Team, da ist Christian Brau noch dabei, Patrick Zelbel. Johnny Karstedt hat jetzt auch einiges gemacht, also von daher, guckt da mal rein, ist wirklich ein ganz starkes Team geworden. Übrigens auch nochmal Grüße an Ilja, ne, nach Hamburg, der ja auch zu diesem Triumvirat gehört, zu diesen drei Chefs. Und ja, ganz großartig, was ihr da auf die Beine stellt und dafür auch toll, 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 dass es immer weiter wächst und dass es noch größer wird. Also ganz, ganz stark. Und du machst auch noch als Vorbildfunktion etwas für den Deutschen Schachbund, du hast was gegen Rassismus gemacht und Fairplay-Kampagne, da bist du eigentlich auch immer aktiv und sowieso als Frauen-Vorzeige-Vorbild. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, was du da so für Aktionen schon gemacht hast? Ja, also das ist, glaube ich, recht breit gefächert. Ich bin da immer, wenn sich da irgendwas anbietet oder so, bin ich da immer gerne mit dabei, auch gerade so im Bereich Mädchen- und Frauenschach, weil ich es halt super schade finde, dass wir momentan noch so eine geringe Quote haben und ich halt denke, dass Schach auch für Mädels was Tolles ist, ne? Deswegen bin ich da immer gerne dabei, wenn es da so Aktionen gibt, da die Mädels auch zum Schach zu führen. Genau, aber das ist eher immer mal so punktuell, sage ich mal, wenn sich dann irgendwas anbietet. Und die Antirassismus-Kampagne, das war damals vom Bundesministerium des Innern. Die hatten da so eine Aktion und haben mit verschiedenen Sportlern zusammengearbeitet. Und ja, ich weiß gar nicht genau, wie das zustande kam, dass ich da dann auch mit auf so einem Plakat war. Aber sowas unterstütze ich natürlich super gerne, ne? Weil das sind Werte, da kann ich mich mit identifizieren. Da finde ich das super, wenn man die eigene Sportart dafür einsetzen kann, quasi um auf das Thema aufmerksam zu machen und ja, sich da zu positionieren. Deswegen ja, finde ich solche Aktionen immer, immer toll. Genau, jetzt hast du schon was zum Frauen- und Mädchenschach gesagt. Da sind ja ganz viele junge Mädels zu Hause auch, die da hocken und sich fragen. Also du hast dich damals durchgesetzt in eurer Trainingsgruppe, hast du gerade schon gesagt. Und als du dann den Erfolg hattest, dann ging es auch besser mit den Jungs. Dann waren die auch ein bisschen stiller. Kannst du den Mädels irgendwie was, du bist sehr ehrgeizig, also kannst du den Mädels was erklären, wie man das irgendwie schafft, sich da durchzusetzen? Weil das ist natürlich wahrscheinlich, dieser erste Schritt ist wahrscheinlich die entscheidende Hürde, ne? Dass man dann sich da durchbeißt, weil es gibt ja sonst keine Gründe, warum die Mädels dann nicht stärker sein sollten, ne, als die Jungs, oder? Ja, das stimmt. Also Optimalfall ist es natürlich so, dass man noch eine Freundin oder irgendjemand an der Hand hat, mit der man dann gemeinsam auch zu Turnieren fahren kann. Das ist natürlich, dann macht es halt einfach noch mal ein bisschen mehr Spaß. Aber selbst wenn das nicht da ist, dann sind so Turniere natürlich auch immer eine Chance, um andere Mädels kennenzulernen. Also ich habe so viele tolle Freundschaften geschlossen, auch bei Schachturnieren, dann auch überregional, sag ich mal. Und das ist auf jeden Fall ein Motivator. Und es gibt kaum eine andere Sportart, wo man die Jungs schlagen kann, ne? Also das kann man sich eigentlich echt mal als Anlass nehmen, da halt zu trainieren und das den Männern dann auch mal zu zeigen. Ja, also es gibt, also wenn ich jetzt anfange, was Gründe für Schach sind, nein, da sitzen wir morgen früh noch hier. Okay, das reicht erstmal schon. Also da könnt ihr die Jungs richtig hauen und sportlich wegfegen. Erzähl uns doch ein bisschen was Persönliches. Also ich frage eigentlich immer ganz gerne, hast du eine Lieblingsküche? Was magst du gerne? Hast du irgendeine Richtung, die du besonders bevorzugst? Oder weil du bist ja sportlich durchtrainiert und so, achtest du sehr aufs Essen oder lässt du einfach, heute genieße ich, was ich möchte? Oder wie sieht das bei dir aus? Also ich, Ernährung ist schon ein ganz wichtiger Part auch in meinem Leben, würde ich mal sagen. Ich koche zwar nicht so gerne, aber ich esse gerne Selbstgemachtes. Okay. Also dieser Prozess des Kochens,
dauert meistens halt recht lange und so. Aber ich finde es super spannend, halt neue Gerichte zu testen und die halt auch selber zu machen. Und ja, und habe mich deswegen da auch nicht auf eine Küche festgelegt, sondern da bin ich ganz flexibel und experimentierfreudig zu Nikos Leidwesen, weil er mag das dann häufig nicht so gerne. Aber gut, da muss er durch. Ja, aber so Levante-Küche zum Beispiel finde ich ganz spannend, aber auch, ach ja, auch mediterran und ja, okay. Asiatisch, also eigentlich, da bin ich echt flexibel. Okay, also es ist eigentlich nur die Hürde, dass man sich die Zeit nimmt fürs Kochen und so, aber sonst bist du ganz offen für alles. Ja, ich muss auch gestehen, ich habe einen Thermomix, der unterstützt mich da. Das sind jetzt wahrscheinlich bei allen, die wirklich sich als Koch bezeichnen, klingelt es jetzt in den Ohren, aber ich habe ja gesagt, ich mag das Ergebnis gerne, ich weiß gern, was drin ist und ich stelle das auch gerne zusammen, aber so dieser Prozess, bis es dann fertig ist, okay. Naja, da spiele ich lieber dann Schach. Alles klar, super. Und wie sieht es mit Getränken aus? Hast du erstmal jetzt für die Schachpartie, hast du dann ein typisches Getränk, das dich während der Partie begleitet oder auch vorher und nachher? Wasser. Ja, also nee, gerade während der Partie, also ich stehe nicht so auf irgendwelche so, wie nennt sich das denn, so Red Bull oder so. Was ist das? Das Wein? Nee, Wasser. Ich trink auch immer stilles Wasser. Ja, also ich finde gerade, wenn man, also während der Partie trinkt man ja auch viel und so, da ist Wasser eigentlich das Richtige. Und ansonsten bin ich da eher unspektakulär, also Tee trinke ich auch ganz gern, ja, mal auch ein Wein oder so, aber das wäre jetzt nicht mein Hauptgetränk und Kaffee jetzt auch eher so in Maßen. Und also, bei der Bermuda-Dreieck-Party, da kann man dich womit überraschen? Mit einem Cocktail? Nee, auch eher, also ich bin da tatsächlich, ich halte mich dann meistens den ganzen Abend an einem Glas Weißweinschorle fest, okay, oder so, also ich bin da echt eher, okay, dann. Und dann steige ich ganz schnell auf Wasser um. Also da gibt es keine besonderen, okay, Anekdoten. Okay, also du bist ja durch und durch Sportler. Super. Okay, ihr seid ja wahrscheinlich so ziemlich das stärkste Schachspielerpaar in Deutschland. Ja gut, Daniel fällt mir noch ein, aber der hat eine amerikanische Frau, also von daher, das zählt ja dann gar nicht. Ihr beiden seid auch viel zusammen unterwegs eigentlich, ne? Eigentlich spielt ihr dann die Turniere auch zusammen, kann man sich so vorstellen. Außer jetzt natürlich Olympiade, da kann der Nico, ist ja keine Frau, aber sonst versucht ihr schon alles immer zusammen zu spielen, ne? Oder? Ja, ich glaube, das wäre sonst auch ein bisschen frustrierend, weil bei mir gehen wirklich so, ich sag jetzt mal, 90% meiner Urlaubstage eben auch für die Schachturniere drauf, klingt irgendwie so negativ. Also ich investiere die gerne in Schachturniere und ja, wenn ich dann immer nur alleine unterwegs wäre, ich glaube, da würde ich zu Hause ein paar Problemchen bekommen. Deswegen ist eigentlich ganz gut, dass man das so kombinieren kann, ne? Und wir hatten ja vorhin schon über die vielen tollen Turniere gesprochen. Also da gibt es ja auch echt tolle Möglichkeiten, das dann auch mit Urlaub zu verbinden. Okay. Genau. Und jetzt zu deinen Zielen, jetzt hast du gerade selber gesagt, der Elo-Zahl ist leider ein bisschen runtergefallen, aber die 2-4 ist noch fest im Visier oder sagst du einfach, jetzt sind erstmal ein paar andere Projekte, die Vorrang haben, wie eure Chesame und die anderen Sachen oder hast du schon so einen Plan, wie du oder bis wann du was erreichen möchtest? Hast du dir? Nee, also ich habe definitiv noch die Motivation und das Ziel, 2-4 zu erreichen und ich würde auch, also klar, mein Hauptjob, sage ich jetzt mal, hat einfach die höhere Priorität, weil ich damit mein Geld verdiene und das natürlich auch so vom Zeitlichen auch viel in Anspruch nimmt, aber wenn ich jetzt so meine Schachprojekte mal so gegeneinander abwiege, dann ist auf jeden Fall die Spieler, also das Spielersein schon noch das, was mir auch sehr, sehr wichtig ist und wo ich auch noch Ambitionen habe, mal schauen, ne? Also man kann halt nichts erzwingen, aber ich versuche auf jeden Fall, ich bin auch auf der Suche nach einem Schachtrainer übrigens, falls das jemand hört. Okay, also Chat. Gerne Bewerbung an mich. Chat aufgepasst, also der Nico reicht dir nicht, ja? Also das, oder das ist nicht. Ja, das ist halt emotional ein bisschen heikel. Also man, ja doch, eigentlich von der Spielstärke her wäre schon so Nikos Niveau gut und auch vom Schachverständnis her, aber da hat man halt so dieses, ne, Beruf und Privatleben, manchmal muss man es vielleicht dann auch trennen. Verstehe ich sehr gut.
Okay, also die 2-4 ist auf jeden Fall ein klares Ziel, das hast du dir vorgenommen. Und hast du gerade schon gesagt, also du machst eigentlich schon so viele Projekte, aber jetzt hast du es gerade selber angesprochen, du hast auch noch einen richtigen Job. Wie kann das denn sein? Also du musst doch richtig arbeiten. Chess Emmy und Chess 24 und normal spielen reicht doch nicht zum Lebensunterhalt. Das heißt also, du gehst auch noch normal arbeiten. Dann verrat uns doch ein bisschen, was du machst, weil du hast Psychologie studiert in Mannheim, hast den Bachelor da gemacht und dann zum Masters bist du sogar in die Niederlande gegangen, nach Groningen. Und jetzt bist du in Braunschweig beheimatet. Was verbirgt sich dahinter? Wo bist du beruflich dort gelandet? Ja, also regional war ich da eigentlich immer sehr offen. Da habe ich halt geguckt, wo gefällt es mir und da gehe ich dann hin. Also das war jetzt auch eher zufällig, würde ich sagen, dass ich hier in Braunschweig gelandet bin. Genau, aber so vom Thema her, genau, Psychologie studiert und dann hat es mich so in die Richtung Arbeits- und Organisationspsychologie verschlagen, wo ich jetzt auch im Recruiting tätig bin. Also ich bin für ein IT-Beratungsunternehmen ja, im Recruiting und suche da immer neue Kollegen und Kolleginnen und habe da auch das Glück, dass ich da sowohl ein Unternehmen als auch generell ein Berufsfeld erwischt habe, was mir super viel Spaß macht. Cool. Und ich glaube, so kann man das dann halt auch alles unter einen Hut bringen. Ne? Wenn man überall mit Freude quasi dabei ist, dann fühlt es sich auch nicht so nach Arbeit an. Und dann ja, hat man auch mehr Energie, würde ich sagen, das alles zu machen. Ja, das kenne ich. Das ist richtig. Ja. Das kann immer Kräfte freisetzen und dann kann man auch viel mehr leisten. Aber kannst du dir da schon Zeit nehmen zum Schachspielen? Also die sind da relativ entspannt, weil du hast ja schon regelmäßig deine Turniere auch gespielt. Ne? Also das kann doch nicht nur... Ja, halt in den Urlaubstagen. Doch, also die Urlaubstage ne? reichen dafür. Also du hast nicht die Stelle gekürzt dafür, dass du mehr Schach spielen kannst, sondern machst du volle Stelle und dann geht der ganze Urlaub dann drauf. Okay. Genau, aber wir haben ein flexibles Urlaubsmodell. Also normalerweise haben wir 30 Urlaubstage, aber können aufstocken auf 40 oder 50. Und das habe ich dann auch schon in Anspruch genommen. Also dass ich dann halt ein bisschen mehr Urlaub genommen habe. Okay, alles klar. Ja. Gut. Dann wollen wir mal so langsam zur Schachpartie kommen. Du hast uns ja auch was mitgebracht. Für alle nochmal im Chat, ihr könnt auch immer noch Fragen stellen hier zu Melanie. Freue ich mich natürlich drüber. Und Melanie natürlich auch. Und die beantwortet euch auch gerne die Fragen. So, du hast uns eine ganz top aktuelle Partie mitgebracht von der Kader Challenge, die im Anfang April gespielt wurde in Magdeburg gegen die Fiona. Die ist ja amtierende German Masters Siegerin. Und da gehen wir mal in die Partie. Die fing an mit erstens E4 und du führst die schwarzen Steine und meistens antwortest du auch mit C5 und so ist es auch hier. Ja? Also sizilianisch. Mhm. Das heißt, das war soweit bestimmt vorbereitet. Springer F3 und hier spielst du E6. Ja, das ist, normalerweise spielst du, glaube ich, D6, aber mittlerweile bist du ein bisschen umgezwitscht, dass du ein bisschen breiter aufgestellt bist und die Gegner ein bisschen mehr überraschen möchtest, ja? Genau, so ist der Plan. Also ich habe da mehrere Sachen, die ich spiele grundsätzlich schon gerne sizilianisch. Das finde ich gut, das ist immer ein bisschen aggressiver, da ist immer was los auf dem Brett. Also das mag ich ganz gern, aber da bin ich... inzwischen recht flexibel, was es dann okay, wird. Okay, jetzt kam D4, also es wird ein offener Sizilianer sozusagen gespielt, wird geschlagen auf D4 und du spielst hier Springer F6. So, ganz kurz mal für alle Zuschauer, wer immer denkt, man könnte hier den Springer angreifen mit E5, das ist eine böse Falle, dann würde die Melanie hier ganz böse mit der Dame rauskommen und mit Schach. Und Doppelangriff ist immer ganz toll im Schach. Mit Schach gegen den König und gegen den Bauern. Und wenn sich der Weiß um das Schach gekümmert hat, dann kann in Ruhe die Dame diesen Bauern auf E5 verarzten. Nur, wenn sich gerade einer die Frage gestellt haben sollte. So, dann kommt der Springer raus nach C3. Der deckt natürlich zuverlässig den Bauern auf E4. Und du spielst jetzt... Springer C6, das ist die sogenannte... Ist das hat das schon irgendeinen Namen? Ja, wahrscheinlich, aber ich weiß es auch gar nicht genau. Ja, es ist eigentlich auch noch Richtung Taimanov, ne, Variante. Okay. Ja, kommt halt genau, also es kann halt übergehen in Sveshnikov ja, sogar. Genau. Ich glaube, man sagt dazu vier Springer Folge genau, oder so. Springer, ne? Die sind jetzt alle draußen. Und sie hat jetzt auch genommen auf C6. Das ist ein sehr prinzipieller Weg.
Ja, hat sie mich aber Ah, okay. überrascht Hattest du schon mit. vorher was anderes gespielt in den anderen Partien? Ja, genau. Wir hatten das sogar schon mal gegeneinander und da kam dann halt Springer Okay. B5. Genau, und da kann man dann halt entweder damals habe ich dann mit Läufer C5 gespielt, oder man kann halt auch in Zvezhnikov übergehen mit D6, Läufer F4, E5. Okay. Verstehe. Genau, und Springer schlägt C6 hatte ich nicht erwartet. Da war ich dann schon mehr oder weniger raus. Also nicht ganz, kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu, aber ich hatte das nicht tief Okay, vorbereitet. also du hattest eher hier sowas erwartet wie Springer D nach B5. Okay, sie hat dann genommen auf Genau. C6. Und du hast natürlich zurückgenommen mit dem B-Bauern. Und jetzt kommt E5. Ne? Jetzt geht das natürlich, weil Dame A5 nicht mehr mit Genau. Schach kommt. Der Springer steht auf C3. Und in diesen Stellungen muss der Springer dann nach D5 gehen. Der muss sich natürlich hier im Zentrum dagegen stellen. Der kann ja hier nicht zurück nach G8. Und jetzt spielt man Springer E4. Das heißt also, man tauscht hier nicht ab auf D5, weil das wird ja nur deine Stellung verbessern. Ne? Würdest du mit einem C-Bauern nehmen. Oh. Und später spielt man Genau. D6 ganz entspannt und kann das hier auflösen. Oder auf jeden Fall, das sieht gut aus für Schwarz. Und deswegen kam Springer E4. Ja, nimmt auch schon mal so ein bisschen das Feld D6 ins Visier, ne? Das ist ja auch so der schwache Punkt im schwarzen Lager. Da muss man schauen, dass man da dynamisch gegenhalten kann, weil wenn man sonst perspektivisch mit dieser Schwäche da zurückbleibt, hat man natürlich schlechte Karten dann Ja, genau. Es droht langfristig. schon sowas wie direkt Springer D6, ne? Läufer schlägt D6 und dann ist hier ein sehr starker Bauer auf D6 und dann könnte sogar noch C4 hinterher folgen. Und wie du gerade gesagt hast, das ist schon sehr, sehr unangenehm, wenn man hier so einen Vorposten hat als Weißer. Deswegen hast du jetzt Dame C7 gespielt. Das nimmt das Feld unter Kontrolle. Genau. Hier nur ganz kurz für die Zuschauer. Also hier jetzt das Schach würde jetzt hier nichts bringen, wegen Schlagen, Schlagen. Und wer jetzt auf die Idee käme, hier mit C4 die Figur zu gewinnen, weil der Springer gefesselt ist, könnte halt Schwarz einfach hier ein kleines Zwischenschach geben und dann den Springer retten und hätte einen Bauern gewonnen. Deswegen hat sie F4 gespielt. Das deckt den Bauern. Und das ist auch der Zug, den man quasi provozieren möchte. Weil im nächsten Zug bin ich dann ja mit meiner Dame nach B6 gegangen und habe dann quasi ausgenutzt, dass der F-Bauer nicht mehr auf F2 steht und das Feld E3 nicht mehr unter Kontrolle ist, so gut, also zumindest von den Bauern nicht mehr, sodass man da auf der Diagonale dann ein bisschen Stress Ja, machen also hier sieht kann. man, ne, die Diagonale A7 nach G1, die gehört jetzt gerade schwarz. Das heißt, er schaut hier richtig schön rein und das heißt also, eine kurze Rochade ist hier gar nicht möglich zurzeit für den Weißen. Und da hat er zwar hier einen tollen Vorposten auf E5, aber dafür hat er halt auch ein paar Sachen dafür in Kauf nehmen müssen. So, jetzt spielt Fiona C4 und vertreibt den Springer hier von dem starken Feld, weil dieser Vorposten auf D5 ist natürlich auch gut, weil der nach E3 kommt. Und Ja. ja. Und ich habe jetzt Springer E3 gespielt, was eigentlich nicht die Hauptvariante Ja. ist. Und da kann ich ja mal kurz einen Einblick in meine Ja, sehr Vorbereitung gerne. geben. Also, ich hatte ja schon gesagt, dass ich Springer schlägt C6 nicht erwartet hatte. Aber häufig ist es ja trotzdem so, dass man dann irgendwie denkt, oh, okay, ich sollte mir vielleicht noch ganz kurz angucken, was passiert denn, wenn eigentlich, wenn sie abweicht. Ne? Das ist ja auch im, sage ich jetzt mal, ab einem gewissen Niveau, da bereitet man sich ja sehr ausführlich vor und überlegt sich ja auch irgendwie Tricks und versucht, den Gegner da rauszubringen. So, und deswegen habe ich dann irgendwie so, das war wirklich 5 Minuten, bevor ich zur Partie gegangen bin, habe ich gedacht, okay, ich gucke mir noch mal ganz kurz an, diese Springer schlägt C6, ist ja ein natürlicher Zug. So, und habe dann halt ganz kurz durchgeklickt und habe dann gedacht, na gut, ich kann ja jetzt nicht die Hauptvariante mir an, das schaffe ich jetzt nicht in 3 Minuten hier die Züge nochmal. Und habe dann gedacht, okay, dann spiele ich hier halt dann nicht Hauptzug, sondern spiele mal Springer E3. Und habe dann da noch kurz 2, 3 Züge weitergeklickt.
geklickt und habe gedacht, okay, zur Not, dann versuche ich sie halt gegen zu überraschen quasi. Und das war dann so die Strategie. Und in der Partie saß ich dann da und habe nur gehofft, dass, weil das sind halt super komplizierte Varianten, werden wir gleich noch sehen. Ich habe gehofft, dass ich einen Ticken weiter vorbereitet bin als sie. Ja. Okay. Aber so war das. Also. Nach Springer E3 schlagen wir jetzt natürlich nicht so toll. Ne? Dann könnte die Dame da reinkommen. Also das sieht sehr gut aus. Genau, und dann ist auch der F4 direkt schwach. Jetzt müsste die Dame dazwischen gehen und dann könnte man schon den F4 schlagen. Und danach hängt auch noch der E5. Also von daher hat sie Dame D3 gespielt. Ja? Das überdeckt auch die Felder hier. So, und jetzt ist ja erstmal der Springer ist angegriffen. Deswegen war die Idee halt mit Läufer B4 dann den weißen Läufer quasi zu fesseln. Also wenn der dazwischen zieht. Gibt es eine Alternative, wenn der König direkt vorgeht? Ich muss sagen, ich sehe das Diagramm immer so 30 Sekunden ungefähr später. Das heißt, ich analysiere gerade blind. Wenn du mir die Züge ansagst, dann komme ich ganz gut mit. Also Läufer B4 Schach hast du noch auf dem Brett. Läufer B4 Schach. Und dann war jetzt die Frage, ob dann halt direkt der König nach E2 gehen könnte. Und dann ist immer das Problem, dass eine kleine Taktik möglich ist. Da können die Zuschauer ja auch gerne mal kurz überlegen. Genau, aber der König und Dame stehen jetzt halt so in einer Diagonale, dass man das halt ausnutzen kann und Springer schlägt C4 spielen kann. Ah, ja. Schön. Also der Springer könnte jetzt hier nehmen auf C4 und wenn die Dame wieder nehmen würde, kämen der Läufer auf diese lange Diagonale von A6 nach F1 und würde die Dame gewinnen. Sehr schön. Also, das funktioniert nicht. Deswegen kam nicht Läufer König E2, sondern Läufer D2 direkt daneben. Aber sehr guter Vorschlag von Melanie. Genau. Also wenn ihr im Chat auch mal mitdenken wollt, einfach was schreiben, freuen wir uns. Wenn ihr Ideen habt, einfach mal reinrufen. So, und jetzt hast du einen starken Zug gemacht. Den hattest du noch vorbereitet? Was habe ich denn gespielt? Sag mal, hast du Läufer nach A6 gespielt? Auf diese schöne Monster-Diagonale. Ach so, ja. Genau, also der Grundsatz in dieser Stellung ist, ne, Schwarz steht positionell echt schlecht mit dem Bauer, also mit dem Feld auf D6. Das heißt, man muss hier wirklich zack, 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 man darf den Weißen nicht zur Ruhe kommen lassen. Und zusätzlich hängt ja auch alles so ein bisschen im schwarzen Lager. Also der Springer auf E3 steht total wackelig, der Läufer auf B4 ist auch einmal angegriffen. Und man muss hier wirklich, also den Weißen immer wieder beschäftigen. Und deswegen ist Läufer A6 eben eine gute Möglichkeit, um den C4 nochmal anzugreifen und sich halt auch so ein bisschen zu entwickeln. Und wir sehen gleich noch im Verlauf der Partie, warum der Läufer auf A6 auch noch eine wichtige Funktion erfüllt. Ja. Und Fiona hat jetzt 7,5 Minuten nachgedacht und hat dann jetzt B3 entkorkt, um den halt einfach sicher zu decken. Ja? Und das ist auch der meistgespielte Zug hier in der Variante. Ja, aber nicht der gefährlichste, muss man sagen. Also da hatte ich dann so ein bisschen drauf gepokert, weil ich halt dachte, okay, sie wird das jetzt auch nicht so tief vorbereitet haben. Es gibt noch ganz verrückte Varianten mit Läuferschlägen B4 stattdessen. Und dann gibt Weiß eben den B2-Bauern. Okay. Genau, also ich weiß nicht, ob du es gerade schon parallel ausgeführt hast. Ich sehe das also hier halt nicht. Dame schlägt B4 dann natürlich zurückgeschlagen. Der König geht nach F2 und jetzt wird auf B2 mit Schach genommen. Dann zieht der Läufer auf E2 dazwischen. Das heißt, also man verliert nicht den Turm auf A1. Und jetzt sieht man einfach, dass Weiß extremen Entwicklungsvorteil hat. Hat alle Figuren schon raus. Turm B1 droht schon mit Damengewinn. Und jetzt kann man wahrscheinlich noch auf C4 nehmen, weil Springer D6 ja droht ja auch. Genau. Und dann gibt es, dann geht es noch weiter. Dann kommt Turm B1 und man opfert dann den Springer auf E5 und hat dann am Ende halt drei Bauern für die Figur. Ah ja, okay. Was aber halt nicht so klar ist, ne? Insbesondere, wenn man das dann nicht tief vorbereitet hat, ist es, glaube ich, schon auch für beide Seiten nicht so angenehm zu spielen. Aber ich denke, objektiv ist es für Weiß auch okay. Also ganz gut für Weiß. Ja, weil du hast ja auch den starken Springer auf D6. Also das muss ja gut sein. Ne?
Also das sieht schon sehr, sehr stark aus. Okay, also sie hat sich für B3, den ruhigeren Zug, entschieden. Der deckt zuverlässig C4. Und eigentlich, das Feld D6 bleibt ja auch immer schwach, wenn der Läufer weggeht vom B4. Genau. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, was denn jetzt Sinn macht. Du hast einfach rockiert. Ja, genau. Mal König in Sicherheit bringen und vor allen Dingen eine weitere Idee vorzubereiten, nämlich mal F6 oder so. Also versuchen da auszunutzen, dass der weiße König noch so im Zentrum steht, da mal Attacke zu machen. Schönen Grüße an der Schachgeflüster, Michael Busse. Super, sehr empfehlenswerte Seite auch im Internet. Kommt mal in die Facebook-Gruppe. Da sind jeden Tag absolute News und Melanie kennt das auch schon, war da auch schon im Interview. Also könnt ihr euch auch gerne die, ja, sehr empfehlenswert. Sehr sehenswert, und könnt euch auch das Interview mit dem Podcast mit Melanie nochmal anhören. Das war ganz fantastisch. So, da hat sie auch ganz tiefe Einblicke und große Geheimnisse verraten. So, also, jetzt kam Rochade. Und hier ist noch eine Frage aus dem Chat von Serofini. Wann spielt Melanie ihr nächstes Turnier? Ja, vorhin hat Melanie schon gesagt, sie schart schon mit den Hufen. Sie möchte Attacke geben, aber es ist ja alles zurzeit noch so unklar. Und ja, eine Idee ist natürlich auch in Magdeburg zu spielen, wenn das Masters kommt. Aber wir schauen mal, was wirklich nachher rauskommt. Und Melanie ist guten Mutes, will natürlich spielen und hat dafür ihre Urlaubstage auch schon fest verplant. Aber sie weiß noch nicht genau, wann sie starten darf. So, genau. Und als nächsten Zug nach Rochade haben wir Läufer schlägt B4. Dann hat jetzt Fiona geschlagen. Aber man hat auch gemerkt in der Partie, ich glaube, sie fühlte sich nicht so wohl. Ne? Sie hat länger nachgedacht und sie hat gemerkt, ist so nicht so ihre Stellung. Ne? Das ist halt auch eine super unangenehme Stellung. Also halt für beide Seiten eigentlich. Und gerade auch für Weiß. Ne? Man läuft dann da mit dem König raus. Und das ist, also eigentlich stehen beide schlecht, würde ich mal so sagen. Und ja, macht nicht so viel Spaß, wenn man das dann in der Partie auch ein bisschen überraschen wird. Absolut, ne? Also ein bisschen raus aus der Komfortzone. Und von daher muss man da natürlich, müssen beide kämpfen mit offenem Visier. Und ihr seht gleich noch, was hier alles für taktische Scharmützel auf uns warten. Also da kommt gleich noch einiges. So, König geht nach F2. Jetzt hängt natürlich der Springer auf E3. Zuschauer, genau. Wo soll der hin, der Springer? Welche Felder sind frei? Wo kann er hin? Was macht Sinn? Er kann einen Schach geben auf G4. Bringt uns das weiter? Könnte nach F5 gehen? Kriegt er vielleicht direkt wieder einen Tritt mit G4 und die weiße Batterie läuft? Und dann kommt man zum Ergebnis und sagt sich, der Läufer A6 ist so tricky. Der fesselt doch den Bauern auf C4 und deswegen darf der Springer ausnahmsweise nach D5 gehen, weil... Ihr seht schon, das Feld leuchtet auch grün, das ist immer ein gutes Zeichen. Und von daher greift er nämlich auch direkt, die Dame wird nicht geopfert. Und von da aus greift er direkt den wunderschönen Bauern auf F4 an. Und wenn wir den Bauern erwischen auf F4, dann könnte der Springer danach nach G6 und dann ist E5 auch schwach. Das wäre dann sehr gut gelaufen für Schwarz, aber so weit sind wir noch nicht natürlich. Jetzt muss der Weiße sich aber sehr konzentrieren und nach Springer D5 den richtigen Zug machen. Das hat. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, die Stellung ist halt echt unangenehm für Weiß mit dem König da auf F2 und es gibt auch nicht so viele Optionen, wie man den direkt in Sicherheit bringen kann. Und Fiona hat jetzt hier nicht den besten Zug gefunden. Das ist aber halt auch super schwierig, weil, also. Genau. Ja, Schwarz ja schon ein bisschen was. Also der beste Zug wäre jetzt wahrscheinlich G3 gewesen. Ja, das genau. Aber auch dann. Dann hast du auch Dame B6 Schach. Genau. Und dann danach direkt F6, glaube ich. Oder es gab auch eine interessante Partie, die ging dann mit C5. Ja. Also ja, genau. Dame B6 Schach. Und dann entweder mit C5 oder auch mit F6 fortsetzen, das ist halt, gibt es viele Möglichkeiten. Ja, also das hat hier sogar der deutsche Großmeister Carsten Müller mal gespielt. Das war 2008 in der Bundesliga gegen den Jean-Marc Degreve, gegen den französischen Großmeister. Die gingen hier weiter mit Läufer G2, Springer B4, Dame D2 und dann das schöne F6, das du gerade auch schon gesagt hast.
und nach EF6 dieser fantastische Zug D5. Das Zentrum fliegt auseinander und es zeigt sich dann, dass der weiße König auf F3 sehr, sehr unsicher steht und gefährdet. Kanntest du die Partie noch? Nee. Also ich war da auch schon im Improvisationsmodus. Okay, also trotzdem auch Schachgeflüster hat den besten Zug gefunden, G3. Die Fiona hat Dame F3 gespielt. Und jetzt hast du einen bärenstarken Zug gemacht, mit dem wirst du auch geadelt. Als sogenannte Neuerung wirst du in die Annalen eingehen. Und steht im nächsten Informator mit F5. F5 hast du ausgepackt. Sehr kraftvoll, so kenne ich dich. Mhm. Schön dynamisch nach vorne. Du spielst ja sowieso immer sehr dynamisch, ne? Und immer auch schön auf Angriff. Ach und so. Das kann ich mir vorstellen, wie der dir gut von der Hand ging. Ne? Dieses F5, zack. So, also. Ja, wobei, ich habe hier auch ziemlich lange nachgedacht, weil ich mich nicht so recht entscheiden konnte zwischen F6, der ja auch sehr logisch ausschaut, direkt droht die F-Linie zu öffnen, den E5 anzugreifen und eben F5. Aber ich habe mich zum Glück richtig entschieden in der Partie, weil F6 tatsächlich gar nicht so stark ist, weil da hat man das Problem, dass Weiß mit A3 so einen unangenehmen Zwischenzug hat. Man muss ja sich immer noch so ein bisschen um den Springer kümmern, der aktuell nicht geschlagen werden kann, weil man nur mal Dame D4 Schach als Motiv hat, sage ich mal. Kurz, aber wenn die Dame angegriffen ist. Genau. Genau. Also man konnte den vorher nicht schlagen, ne, auf D5, weil die Dame konnte immer nach D4 gehen und dann Angriff gegen F2 und gegen A1. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Motiv. Und hier F6 genau. Ist einfach zu langsam, weil F5 hat natürlich viel mehr Power, weil nach F5 kann man A3 nicht spielen, weil dann würde der Bauer auf E4 schlagen und wird direkt die Dame wieder bedrohen auf F3. Und so viel Zeit hätte er dann nicht. Und jetzt nach A3. Okay, genau. Also der wäre gut. Und nach F5, ja, jetzt muss der Springer eigentlich sich entscheiden. Wichtig ist doch hier eigentlich in der Stellung, wir müssen uns trotzdem einmal dieses en passant angucken. Nach E schlägt F4, F6. Mhm. Wie hättest du wieder geschlagen? Genau, mit dem Springer. Und dann hat man halt den Vorteil, dass man seine Probleme weitestgehend gelöst hat. Also das Riesenproblem in der schwarzen Stellung ist ja das Feld D6 und auch der rückständige Bauer D7, der dann gleichzeitig auch noch den Läufer auf A6 total einschränkt. Und wenn Weiß auf F6 schlägt und man mit dem Springer wieder schlagen kann, dann hat man im Nachgang quasi Optionen mit D5 zu spielen und da ja quasi dann die Stellung so zu verändern, dass Schwarz eigentlich gar keine Probleme mehr hat und Weiß hat ja immer noch den offenen Absolut, König. Ne? Also dann wird uns D5 anlachen und wenn es richtig gut läuft, sogar noch E6, E5 hinterher, dann direkt Druckspiel gegen F4 und das wäre dann sehr schnell sehr, sehr gut für Schwarz. Also deswegen hat Fiona hier auch nicht genommen und hat gesagt, höchste Priorität ist hier doch noch, dass du diesen Punkt, diesen Vorposten auf D6 hast und ist dann mit dem Springer auch dort reingesprungen. So, und jetzt hast du noch eine Keule entkorkt. Die Zuschauer, kommt ihr auf den Zug, was jetzt hier die Melanie gespielt hat? Also das ist ja à la Bonheur. Das ist mal ein kraftvoller Zug. Da. Und es ist, glaube ich, auch der einzige. Also wenn Schwarz was anderes spielt, klar, man verliert nicht sofort, aber das ist, glaube ich, der einzige Zug, der auch in der Stellung den Vorteil quasi wahrt. Also da war der Nico doch bestimmt schwer begeistert, oder? Jetzt. Ich hoffe doch. Also, ihr Lieben im Chat, wer hat eine Idee? Was kam jetzt von Schwarz? Was hat Melanie hier gespielt? Ohne, dass sie jetzt in der Datenbank nachguckt, weil die Partie wurde ja gerade erst gespielt bei der Kader Challenge. In Magdeburg. In der 6. Runde am 10. April. Und Melanie spielte hier Taratatata. Das bärenstarke G7, G5. Wow. Ja, der ist echt cool, ne? Oh, der Michael hat es gefunden. Sehr gut. Also bevor ich es verraten konnte, hatte Michael noch gesagt G5. Sehr stark. Also G5. Und das ist natürlich ein extrem mutiger Zug, weil wer bewegt schon seine Bauern direkt vor dem König und macht das hier so offen?
Aber du bist ja, ja irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, warum der Zug so stark ist. Verrat uns das bitte. Ja, also auch hier gilt wieder, ne, man darf keine Zeit verlieren, weil wenn Weiß es schafft, den König in Sicherheit zu bekommen, dann stehe ich da mit meinen Schwächen und habe ein Problem. Deswegen muss man halt versuchen, das direkt schnellstmöglich quasi auszunutzen. Und G5, darauf bin ich gekommen, weil ich mir überlegt habe, okay, ich möchte diese Bauernstruktur anhebeln. Insbesondere der F4 ist ja jetzt auch angegriffen. Und falls Weiß schlagen sollte auf G5, habe ich immer die Möglichkeit, auf den schwarzen Feldern die direkt mit meiner Dame Stress zu machen. Also quasi Dame D2 und dann Dame schlägt G5 gleich mit Schach, wenn der König nach G3 geht. Und ich bin auf den Zug gekommen, indem ich erst Dame D2 gerechnet habe, so als ersten Zug. Und dann halt mit nach König G3. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich dann weitermachen? Und dann habe ich über G5 nachgedacht. Und dann quasi kam so der Gedankengang, okay, aber vielleicht mache ich es erst, dann habe ich mehr Drohungen und lege mich noch nicht mit Dame D2 fest, quasi. Und die Idee nach Läufer E2 wäre dann gewesen, erst Schach auf D4, ne? Genau. Und jetzt ist das Problem, wenn der König auf die erste Reihe, dann fällt der A1 mit Schach. Und wenn der König hochgeht nach G3, dann fällt der E5 mit Schach. Genau. Und dann fällt... dann also die schwarzen Felder sind da wirklich ein Problem. Okay, also es geht hier eigentlich um die schwarzen Felder. Und deswegen ist dieser Zug G5, den ihr auch im Chat, schönen Dank an Schachgeflüster, gefunden habt, bärenstark. Also das ist nach F5, dann G5 nachzusetzen, das ist schon wirklich bärenstark. Und ja, was ist denn Fiona überhaupt noch eingefallen? Also wir haben gerade gesehen, die schwarzen Felder, die sind so schwach dann, wenn sie nimmt. FG ist eigentlich der normale, also der Zug, der am offensichtlichsten ist. Man will ja was dagegen machen. Gibt es hier eine andere Ausrede? Du hast gerade gesagt, du wolltest sozusagen Dame D2 zum Laufen bringen. Und das entspricht jetzt natürlich auch dem nächsten Zug von Weiß, weil die Fiona hat jetzt natürlich dann, Entschuldigung, die Variante nicht, die Fiona hat dann natürlich darauf reagiert und hat dieses Dame D2 aus der Stellung genommen, indem sie jetzt den Turm nach D1 befördert hat. Genau, aber ich glaube, in der Stellung ist es echt schon schwierig, weil jetzt halt die weiße Stellung auch schon auseinanderfliegt mit dem Bauern auf F4 und dem König, der da immer noch so in der Mitte gefangen ist. Gucken wir uns mal kurz noch ein paar Varianten an, weil sie konnte natürlich auf D5 nehmen, die Figur. Dann hättest du Schach gegeben auf D4. Die Dame geht da. Genau, also. Und dann fällt die Qualität raus auf A1. Du kannst zwar noch A6 nehmen, aber den H1 würdest du auch noch nehmen. Und jetzt nach Schlagen auf E6. Schlagen auf E6 hat halt. Ah ne, Schlagen auf E6, dann nimmst du sogar jetzt auf F4. Ist noch stärker. Und hier kriegt Weiß keinen Zugang zu deinem König, obwohl doch Läufer C4 noch möglich ist. Aber insgesamt hältst du die Stellung. Hier kommt noch ein wichtiger Zug für die Zuschauer. Ja, aber der König kann sich gut verstecken, ne? Auf H8. Und Dame B1 ist hier noch ein wichtiger Zug, weil der halt das Feld F5 auch nochmal deckt. Und wahrscheinlich gleich über die zweite Reihe auch wieder zurückkommt ins Spiel. Läufer E6, König H8 ist noch eine Variante. Läufer C5, Dame A2, Dame A1, Dame B2. Es ist natürlich jetzt sehr lang, die Variante, aber B3. Und dann kann die Dame auch helfen bei Verteidigung und bei Angriff. Also das ist natürlich jetzt eine monsterlange Variante. Ja, es ist halt eine super verrückte Stellung einfach. Ja, also, toll, schönen Dank dafür, Melanie. Also muss man natürlich auch sagen, Fiona hat natürlich einen Teil auch dazu beigetragen, dass sie das hier auch voll angenommen hat. Und ist eine tolle Partie geworden. Also sicher eine der unterhaltsamsten, die dort in Magdeburg gespielt wurde. Also, es gibt noch eine Idee, H4. Können wir auch noch kurz gucken, ob das noch Sinn macht. Dann G schlicht F4 und den König schnell verstecken auf G1. Aber hier gibt es auch einen tollen Zug.
Nur damit ihr Zuschauer mal die ganzen Ideen seht, die dahinter stecken. Und hier wäre der Zug Springer F6 cool gewesen. Ja, wieder der Springer, ne? Was der schon an Weg zurückgelegt hat und über so viele Felder, die eigentlich nicht zugänglich waren. Genau. Und also ganz kurz, wenn hier der Springer genommen wird, dann wird natürlich der Springer auf D6 genommen und dann droht wieder Dame D4 und der Turm ist weg und es droht auch einfach Turm schlicht F6 und das wäre Gewinnstellung für den Schwarzen. So. Und hier wäre halt auch Schach und hier ist nochmal der schöne Zug Dame schlicht E5 und man kriegt die Dame halt zurück mit Springer G4 Schach und dann hat man einen Bauern mehr oder zwei Bauern. Auf jeden Fall hat man eine riesige Stellung und da steht dann Schwarz auch auf Gewinn. So, sie hat Turm D1 gemacht, aber du hast schon angedeutet, die Stellung fällt trotzdem zusammen, weil deine nächsten Züge sind eigentlich auch einfach zu stark. Du hast erster Schach gegeben auf C5. Das heißt, solange weil der Springer noch so stark steht auf D5, das noch ausgenutzt, bevor du den wegbewegst, weil der natürlich auch das Feld E3 noch beschleicht. Und von daher ist das ein guter Zwischenzug noch mit der Dame rüber. Und die Dame nimmt natürlich jetzt auch, nachdem man auf F4, mit dem Springer auf F4 nimmt, guckt die Dame natürlich auch direkt den Bauern E5 an und möchte den auch gerne noch kriegen. In der Partie kam jetzt noch H4. Ja, Idee halt auch meine Bauernstruktur ein bisschen anzugreifen und vielleicht irgendwann mal da den Turm ins Spiel bringen zu können. Okay. Aber ja, nach Dame schlägt E5, also so wie es dann auch in der Partie kam, ist halt schon... Jetzt lassen wir die Zuschauer noch mal kurz nachdenken. Also H schlägt G5. Und jetzt suchen wir noch mal einen richtig guten Zug für Schwarz. Also die Zuschauer sind noch mal am Zuge. Ein bisschen Gehirnakrobatik am frühen Abend. Könnt ihr noch mal einmal alle ein bisschen mitdenken. Und vielleicht seht ihr hier, ist eigentlich das Thema der Partie die ganze Zeit. Wo springen wir jetzt hin? Eigentlich müssen wir nur wissen, wo wir jetzt hinspringen. Also, der Springer F4 macht sich wieder auf den Weg. Du hattest schon gesagt, der war auf F6, D5, E3, D5, F4. Dann wieder D5 zurück. Und jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Wo ist der sogenannte Taxistand heute? Also, wo man immer wieder zurückkehren kann. Genau. Wir springen wieder zurück nach D5 und sagen Abzugsschach. Die Dame guckt den König freundlich an, aber bestimmt. Und sagt, bitte König, mach dich vom Acker. Der geht nach F2. Und jetzt greifst du mit dem Springer den Turm an auf D1 über C3. Und hier ist vielleicht nochmal ganz kurz wichtig, dass man könnte natürlich hier kurzes Matt drohen auf H3, aber das geht nicht, weil hier D1 mit Schach hängt. Und danach, nach König G1, wird dann auch sogar die Dame getauscht auf E3 und man hätte als einfach einen Turm weniger. Also das funktioniert nicht. Und nach Springer C3 muss sich jetzt schon der Weiße was einfallen lassen mit dem Turm, aber sie hat hier Dame H5 gemacht. Wir gucken uns kurz noch Turm. Ja, das Problem ist halt, dass der Springer auch auf D6 hängt und der Turm deswegen gar nicht richtig ziehen kann. Weil nach Turm D3 kommt halt Springer E4 mit fiesen Drohungen. Der ist sehr gemein, Springer E4 Schach. Und hier kann man nicht nehmen auf E4, weil dann kommt der F nach E4. Und ihr seht jetzt verliert Weiß schon die Dame. Also, das wäre richtig böse. Da hat sich jetzt die Fiona gedacht, dann lieber mit der Qualität weniger weiterspielen. Aber nach Springer D1 muss die Dame ja eigentlich auch wieder zurück. Und du machst jetzt hier weiter Power mit der Dame auf F4. Und jetzt kann die Dame auch noch nicht mehr dazwischen ziehen, weil der D6 hängt. Also muss der König runter. Und jetzt hast du hier noch ein bisschen eingesammelt. Hast Dame G3 gespielt mit Schach. Ja, der König hat hier keine richtigen Felder. Er kann nicht nach D2, dann ist der D6 wieder mit Schach weg. Also geht sie nach E2 und jetzt hast du auf G5 genommen
Und Qualität und zwei Bauern mehr. Partie ist gelaufen, muss man sagen. Hier stehst du absolut auf Gewinn. Sehr souveräne Vorstellung. Und aber ihr wart auch beide ein bisschen in Zeiten und deswegen wird jetzt noch weitergespielt bis zur Zeitkontrolle. Und Turm ja. H3, aber du hast jetzt nicht mehr nehmen lassen, hast ja auch souverän weitergespielt, hast die Bauern in Wallung gebracht nach E5. Starkes Bauernzentrum, König F2. Gucken wir uns kurz noch das Finale an. König H8, ja, jetzt nicht zu schnell Turm G8 spielen. Ne? Man kann noch straucheln auf der Ziellinie, ne? Der Springer F7. Ja, ja, das ist schon alles passiert im Zeitort. König geht nach G1, Turm F6. Der ist natürlich stark. Jetzt kann Dame G6, ist nochmal der D6 angegriffen. Jetzt muss sie den decken mit Turm D3. Es kam Turm B8, kitzelt den B4 ein bisschen. Jetzt musste der Atze mit Dame E1, B4 gedeckt und E5 angegriffen. Turm geht rüber nach E6. Also bitte nicht auf D6 schlagen. Ne? Das war noch ein kleiner Trick. Weil dann kommt Dame E5 mit Schach. Und auf einmal, der Turm kann nicht nach F6, weil B8 hängt und Dame F6, dann nimmt man auf D6. Also das wäre nochmal ein Eigentor gewesen, aber hat Melanie natürlich auch gemeistert und mit Turm E6 gedeckt. Jetzt kam B5, CB, CB. Jetzt geht der Läufer einfach zurück, weil nach Läufer schlicht B5, Springer B5, Turm B5, Turm D7 hätte Weiß vielleicht noch ein bisschen Spiel. Aber hier nach dem Schlagen auf B7 wird der Turm wieder nehmen und dann ist er auch wieder gedeckt. So, Läufer geht nach E4, Turm G3, versucht noch Gegenspiel zu generieren hier. Dame F6, Dame C7, der sieht nochmal gefährlich aus, aber nach Turm F8 ist eigentlich alles unter Kontrolle. Springer C4, F4, jetzt kommt alles mit Tempo, Turm muss zurück nach H3. Ja, und D5 ist jetzt kein Matt auf H7, weil der Läufer auf E4 zuverlässig deckt und dieses Feld sicher bestreicht. Das muss man vorher sehen. Jetzt nach Springer D2 muss man natürlich wieder aufpassen. Aber Turm E7 deckt zuverlässig die siebte Reihe. Und nach Dame C5, Dame B6, jetzt die Damen getauscht und nimmt alles raus aus der Stellung. Also da kann gar nichts mehr passieren. Es wurde noch genommen auf E4, aber dadurch wird natürlich auch der Bauer umso schneller promovieren. Schlägt auf E4, Dame schlägt AB, Turm H6 und E3. Jetzt gibst du den B6, aber du hast schon gesehen, du hast da drei flotte Jungs, die alle eigentlich zur Dame laufen wollten. Und jetzt nach F3 hat die Fiona dann auch ein Einsehen gehabt und die Waffen gestreckt. Fantastische Partie. Ich bin wirklich schwer beeindruckt und muss man echt sagen, gerade diese kraftvollen Züge F5, G5, das war schon absolute, ja, Spitzenleistung. Kann man nicht anders sagen. Ich habe ja auch die Partien verfolgt in Magdeburg und ich muss mir sagen, das war ein absoluter Hingucker. Da können sich die Männlein eine Scheibe von abschneiden. Ja? Ist ja so und deswegen völlig zu Recht der Kevin Högi, der Turnierdirektor vom DSB, der die Color Challenge dort auch vor Ort betreut hat, der hat die auch völlig zu Recht auf der DSB-Seite kommentiert und für alle, die da noch ein bisschen tiefer reingehen möchten, können sich das gerne nochmal ansehen und in Ruhe die Partie verfolgen. Ne? Gut, also dem Publikum gefällt es auch. So, ihr habt jetzt die ultimative Chance. Wir haben schon 10 Uhr. Ihr könnt noch schnell eine persönliche Frage an die Melanie loswerden. Wer sich noch traut, hier was im Chat zu schreiben, jetzt ist eure einzige Chance, sonst schweigelt für immer. Nein, also die Melanie ist ja sonst auch immer aktiv und die kommt bestimmt nochmal in irgendeine andere Show. Ob jetzt bei Michael über Podcast, mal gucken. Auf jeden Fall, wir versuchen ja immer, euch bei Laune zu halten und einfach zu zeigen, was alles möglich ist. Und die Melanie ist also wirklich ein absoluter, ja, absolute Botschafterin für Schach und ja, in allen Facetten. Ihr habt sie heute kennengelernt, ne? Also erstmal, was sie dort alles schon mit Chess24, mit Chess Emily und früher als deutsche, dreifache deutsche Jugendmeisterin auf die Beine gestellt hat. 5 Olympiaden hat sie gespielt für Deutschland. War schon fast bei Elo 2-4, also Männer-IM-Titel, hat alle drei Normen schon zusammen.
Also auch eine absolute Spitzenspielerin. Das hat man auch in dieser Partie heute hier gesehen. Also das war auf jeden Fall auf EM nur, also Stärke der Männer. Und da brauchst du dich vor gar keinem zu verstecken. Also von daher bin ich da auch zuversichtlich, dass das kommt. Aber ich weiß, das ist schwer, ne? Die Punkte wieder zurückzugewinnen. Punkte verlieren ist deutlich einfacher. Das Verlieren geht immer einfacher. Das geht immer schneller. Aber das kenne ich ja aus meiner eigenen Geschichte. Und aber ich bin da noch zuversichtlich. Bist du ja auch noch sehr jung. 31. Erzähl uns trotzdem noch ein bisschen was. Also hast du noch, du bist ja schon sehr ehrgeizig und hast du noch so andere Projekte? Habt ihr auch schon, ich meine, ihr seid ja eigentlich auch der stärkste Schachspieler-Ehepaar. Kommt da schon was nach? Darf man sowas fragen? Nee, dafür hast du noch keine Zeit. Da lässt du dir noch ein bisschen Zeit. Okay, nein, das ist ja auch gut. Also erstmal die 2-4 und den EM-Titel der Männer absäfen und dann kann man mal in die Familienplanung gucken. Vielleicht wird der Nico ja auch bis dahin noch Großmeister. Der hat das Zeug ja auch locker. Der hat ja 2-5 Elo schon gehabt. Hat mich auch mal total vernichtet. Also der hat es auch total drauf. Aber der ist natürlich beruflich auch engagiert. Ihr seid ja beide sehr breit aufgestellt. Und von daher muss man da natürlich auch einfach zu Recht mal sagen, das geht dann auch nicht alles so nebenbei. Ne? Ist halt so. Ne? Das ist, ne? Da muss man halt immer Prioritäten setzen. Und da muss man halt gucken, was gerade möglich ist. Und aber gut, erzähl uns noch ein bisschen jetzt trotzdem ein paar nah. Also du hast gesagt, du bist jetzt halt zweimal die Woche bist du bei Chess24 zu sehen. Das ist schon mal sicher. Mit Geschäftswitz und was ist das andere? Entschuldigung, sag uns das nochmal. Lernstunde heißt das. Lubbes Lernstunde. Okay. Immer montags. Also schaut da auf jeden Fall mal rein und ansonsten auch die tollen Kurse, die ihr schon publiziert habt und auch mit dem ganzen tollen Team von Chessimi und Turnier. Wir freuen uns, dich wieder am Brett sehen zu können. Und wie gesagt, vorhin hier war der Aufruf schon im Chat. Die Melanie sucht einen Trainer. Also, wenn sich hier einer berufen fühlt oder wie der Michael über sein gutes Netzwerk jemanden mal finden kann bei Schachgeflüster, also das wäre doch was, ne? Die Damen suchen sowieso zurzeit noch nach dem Nationaltrainer. Also da. Die brauchen jetzt mal ein bisschen Power hier. Also, ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen Gas geben und das mal ein bisschen unterstützen und dass die Mädels auch richtig gefördert werden, weil ihr seht, solche tollen Partien, die möglich sind, das wollen wir doch mehr sehen von den Frauen und von daher alles klar. So, meine liebe Melanie, da kommt noch was bei der Arbeit. Okay. Das letzte Wort gehört dem Gast und meine liebe Melanie, du kannst noch was erzählen. Okay, Sorokowski wird hier gerade noch empfohlen, ne? Den Jaroslav, den kennst du wahrscheinlich auch aus Baden-Baden. Mhm. Okay, ist schon mal eine Idee, aber dir gehört das Schlusswort und bitteschön. Ja, ich bedanke mich bei dir, lieber Sebastian, für die Show. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, mit der Technik, das war nicht allzu anstrengend für die Zuschauer und Zuhörer. Aber mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich freue mich, euch bald vielleicht bei Turnieren wiederzusehen oder sonst irgendwo online. Also kontaktiert mich da auch gerne, wenn im Nachgang noch irgendwelche Fragen auftauchen. Klasse. Super, liebe Melanie. Also, ganz großartige Partie, super, was du uns alles berichtet hast, hat uns sehr viel Freude gemacht. Nächste Woche starten wir wieder durch. Montag sehen wir die Elisabeth Petz hier um 20.30 Uhr, am Mittwoch, was haben wir nächste Woche? Da kommt der Rasmus Zwane und am Freitag kommt der Daniel Friedmann. Also, da könnt ihr euch schon mal auf drei illustre Gäste nächste Woche freuen. Und ich sage schöne Grüße nochmal nach Braunschweig. Jetzt geht es hier nochmal ab, gerade im Chat. Okay, alles gut. Alles Gute euch und selbst die englischen Gäste waren auch da und haben hier was mitgenommen. Das freut mich natürlich besonders, dass alle irgendwie hier mit dabei sind bei Schach Deutschland TV. Empfehlt uns weiter und wir versuchen immer besser zu werden und für euch ein interessantes Programm zu machen. Also, schöne Grüße nach Braunschweig und alles Gute nach Deutschland für alle. Ciao, ciao!